So, den letzten Part muss ich leider beenden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der schon bei 14 Minuten war. Deswegen werden wir gleich nach diesem Freibrief einmal ganz kurz zusammen das den Screenshot machen. Wobei, na, vielleicht mache ich es auch einfach danach. Mal gucken. So. Huch. Jetzt ist hier auch gerade noch ein Feld erschienen. Na gut, aber auch für die falsche Klasse. Also. Ich könnte halt zumindest... Ich weiß halt nicht, wie lange ich für brauche. Ich bin schon bei 40. Bei 53. Wie gesagt, mir ist jetzt halt gerade alles recht, um schnell auf 50 zu kommen. Auf 50, auf, schnell auf 10 zu kommen. Beziehungsweise 15. Sehr gut. So, hier ist noch was. Ne, da hinten soll auch noch was sein. Und hier sollen wir bitte beide angreifen. Aber eigentlich geht das hier so schnell danach. Jetzt gerade, wenn ich allein bin. Ja, mache ich einmal ganz kurz. Weil ich dann natürlich die anderen Freibriefe mit den anderen Klassen machen möchte. Die einen muss ich definitiv noch weitermachen. Nein. Lang lebe die Freibriefe. Ah, das hier ist wieder Eisenmangel. Okay. Wenn ich während Eisenmangel Level Up kriege, was wahrscheinlich passieren wird. Dann wechsle ich gleich auf jeden Fall die Klasse. Hm.
Wie gesagt, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt irgendwie die 10 erreiche. Ich meine, heute mit 2 Klassen, das würde ja noch reichen. Mit 3 wird schwierig. Mit 3 Klassen. Jetzt die Feindseligkeit kann da unten bleiben. Irgendwo hier so noch einer da. So, Gladiator Altbalken mit der Fähigkeit Schildheit begibst du dich in die Rolle des noblen Beschützers, der seine Gefährten wie kein anderer vor Gefahren zu schützen weiß. Ist diese Verteidigungshaltung aktiv, wird sie dir als spezielles Symbol angezeigt. Das sogenannte Eidwappen sprecht den Schildeid immer dann, wenn es die Aufmerksamkeit deiner Weltwidersacher auf dir zu halten gilt. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt in der Insel sind oder in irgendwelchen anderen Instanzen oder sonstiges, und wir große Gegnergruppen haben, allgemein mit vielen zusammen sind gerade, müssen wir den halt halten, um die Akku halten zu können. Haben wir das nicht, können wir die Akku nicht halten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Tank kommen würde, unter mir, könnte er auch die Akku haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding habe, habe ich die Akku. Naja, wir haben zumindest die Klasse auch schon mal auf 10. Noch keine 15, aber immerhin. Dann einmal Faustkämpfer. Giftige Forschung. Bitte einmal beginnen. So, das heißt jetzt für den... Ah, ja, ich darf für den hier keinen. So. Nochmal. Jetzt. Jetzt ist das Ding wieder. Ah, der ist da hinten. Hier ihn. Du kannst ihn nicht verstecken. Und auch du, Hallöchen.
Und auch dann, dass hier einfach nur die... Oh, nee. Ist der tatsächlich sehr gut? Ach, nee, das ist... Ah, okay. Okay. Den habe ich. Oh, nee. Der ist schon... Hier. Hier ist nur einer. Nein. So kleine Sticheleien. Seltener Kaktor, das sind die Dinger wieder. Ja, die seltenen Kaktoren hatten wir ja eben auch schon. Wenn ich erstmal bedenke, wie leer hier die Felder noch sind. Dass sie aber bald schon mega voll sein werden. Fällt. Ja, den Fällt mache ich gleich sofort mit. Kaktoren zerschmettern. Auch kein Ding. Mach ich auch gerne. Also eigentlich nicht, aber. Ja. Wie gesagt, solange wir vorankommen, ist mir das alles einerlei. Fällt es aber zum Glück gleich vorbei. Ich wundere halt nur, dass so wenige hier gerade unterwegs sind. Also ja, es ist zwar in der Woche, aber. Dennoch. Wohl. Na, fast. So. Versteckte Klunker. Beginnen wir wieder. Bleibt uns ja, wie gesagt, nichts anderes übrig. Scheiße. Okay. Hätte klappen können. Wir sind zumindest gleich auf Level 7. Das erfreut mich ja schon mal. Das ist immerhin schon was. Also ich habe so das Gefühl, es geht zumindest ein bisschen schneller voran als beim letzten, also die letzten Levelphasen.
Vielleicht gehe ich auch gerade einfach nur anders vor als sonst. Oder wir haben einfach wirklich Glück. Level 7. So, okay, und dann ist da hinten noch einer. Ich kann ja zumindest schon mal froh sein, dass ich hier gestartet habe. Aber das Ding hier kennen wir ja auch schon aus dem tiefen Wald. Das ist also auch nichts Neues für uns. Und da hinten soll das andere sein. Gut. Und der letzte. Dann können wir uns Gott sei Dank zurückporten. Wobei ich jetzt schon am Überlegen war, ob wir jetzt nicht einfach vielleicht sogar weitermachen mit der Hauptstory. Ab dem nächsten Part. Und dann zumindest so lang machen, bis wir vor der Emi sind. Und dann nochmal weiter leveln. Wäre zumindest ein bisschen was. So, Stufe 8 erreicht. Gut. Währenddessen 2 Level halt insgesamt gemacht. Weiß halt nicht, ob das in dem Sinne jetzt alles so viel besser ist. Apropos, was noch gemacht werden müsste. Wäre, glaube ich. Ach ja, du wirst sehen erst. Aber komm, melde ich mich damit mal kurz an. Und Bosskämpfer. Einfach weitermachen. Jetzt haben wir hier die Chakra. Haben wir wieder die gleichen Dinger.
77 Dinger können wir heute noch machen. Stimmt, warte, wir haben hier hinten auch noch mal eine Quest, die ich abgeben kann. Aber ich weiß halt nicht, wie sich das mit Freibrief verhält, ob ich einen Freibrief anfangen kann. Während ich da... Nee. Oh, der Warteschlagerhänger. Das weiß ich halt leider nicht. Ah! Hui! Bin gespannt. Er kommt. Er kommt. Ja, aber bisher nur zweimal wertvollster Spieler. Aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Oder? Heiler. Herr Heiler. Lieber guter Herr Heiler. Herr Heiler bin ich nicht. Okay. Aber es ist nur noch einer vor uns. Weiterhin. So. Huch. Hey. Mal gucken. Ja, jetzt klappt's. Jetzt kommen wir rein. Sehr gut. Huch. Ja, meine Tanktechnik kenne ich schon. Fällt mir nur gerade auf, dass wir hier noch die Daily haben. Ja, hat doch gut geklappt, würde ich sagen. Und Stufe 11. Und wertvollster Spieler. Geil, die dritte. Ja, sehr nice. So. Ja, gut. Dann haben wir zumindest in diesem Part ein bisschen was geschafft. Auskämpfer 8, Gladiator 11 und Tomatrix 6. Ich werde jetzt noch ein bisschen den Auskämpfer machen. Allerdings ist offscreen kurz. Vielleicht werde ich den sogar offscreen auf 10 bringen. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten. Ciao!